Mein Name ist Philipp Schöffmann, ich bin Gründer von Inex und da haben wir seit 2005 sehr viele Bildungsprogramme im Bereich nachhaltige Entwicklung umgesetzt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, im Bildungsbereich etwas zu verändern und Menschen die Chance zu geben, nachhaltige Entwicklung zu verstehen und zu leben und damit auch ihr Leben zu bereichern. Konkreten Anlass, nicht so sehr als grundsätzlich einfach das Bedürfnis, das in mir schlummert, Dinge zu bewegen, Dinge zu verändern und für eine Vision auch sehr, sehr viel zu geben, um da einen Fortschritt, einen Impact zu sehen. Wie heißt das schön, Planen ist alles, der Plan ist nichts oder so ähnlich. Also definitiv wichtig, sich mit Dingen zu beschäftigen, aber dann auch sehr, sehr nah am Markt, was auch immer das dann ist, weiterentwickeln. Und wenn man dann etwas verkaufen muss oder mal Leute überzeugen muss, geht das nicht immer so schnell. Also da gibt es echt zu viele, als dass ich aufzählen könnte. Spontan fallen mir natürlich die Universitäten ein, so Teile von den Vereinten Nationen, vor allen Dingen hier die UNESCO, die uns da viel unterstützt hat. Ich würde sehr gerne auch im Bereich nachhaltige Entwicklung und im Bereich Bildung wieder einiges bewegen. Und das Wichtigste ist, sich unterhalten, Ideation-Prozesse durchzugehen, Ideen mit anderen Menschen zu besprechen und dann auch noch gemeinsam einfach Dinge voranzutreiben. Viel versuchen, oft hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen.